Das schreit nach einem taktischen Rückzug hinter die Berge. Weil da kommen wir mal erstmal nicht so leicht hin. Ich weiß, was ich jetzt dann mache. Erstmal machen wir das hier. Und jetzt holen wir uns mal ein bisschen Geld. Ich brauche 22.000. Ja, die sollte ich hinbekommen. Ich eh schon. So. Jetzt kann er dann mal schauen, wie weit er mit seinen Flachs noch kommt. Jetzt gerade nicht, aber mal schauen, wie, ob der vielleicht mit seinen Flachs davor rückt, dass ich sie vielleicht mit einer Mecheinheit sogar schon erwische. Oh, da steht ein Kampfpanzer. Ihr habt hier auch weit vorgetaut. Okay. Große Preisfrage, wo stehen seine ganzen Einheiten? Auf jeden Fall nicht in meinem Sichtfeld. Okay. Bleib mit den Koptern vorerst mal hinter den Bergen. Ich will ja irgendwo noch schauen, dass ich die Flachs anlocken kann. Also ich weiß, dass daneben ein Kampfpanzer irgendwo steht, aber der lässt trotzdem seine Basis ungedeckt hier. Da oben steht der Kampfpanzer, okay. So. So langsam wieder ein bisschen Geld holen. Oh mein Gott, Spezialgabe. Der Ausfallschritt. Bin mal gespannt. Eine Menge Infanterie holt er daher. Müsste seine Flak-Einheiten irgendwo. Okay.
Dann mal schön der Reihe nach. Schon mal überlegt, wie du die mit dem Flachs und die Raketenwerfer ausschaltest? So ungefähr. Genau planen kann ich das erst, wenn ich wieder weiß, wo die Dinger stehen. Der kann die Dinger ja auch wieder rumbewegt haben. Ich will jetzt aber erstmal schauen, dass ich seine Flak irgendwie hervorlocken kann. Dann bauen wir jetzt einfach mal einen Titanpanzer, wenn ich die Technologie schon habe. So. Schauen wir mal. Da ist das Verfolgerbomb. Die Flak, die wollte ich haben, dass die da irgendwo steht. Er hat sie zwar dummerweise genau dorthin gestellt, wo ich sie eigentlich nicht haben wollte, aber ist ja eigentlich auch schon egal. Kriege ich den? Ja, den kriege ich. Bam. Brauchen wir hier auch mal einen Titanpanzer. So. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da würde ich sowieso nicht hinkommen. Die Missile das letzte Mal gestanden. Irgendwo da in der Richtung war die, oder? Ich denke schon, ja. Probieren wir es einfach mal so. Hier steht ein Panzer. Falle! Meinetwegen, dann soll mir die Missile halt die Bombe abschießen. Ist mir jetzt auch schon egal. Okay, da oben steht auch was. Ja, genau. Das ist die Frage, stand in dem Wald da oben auch noch was oder nicht? Nö, da stand nix. Gut, das reicht. Ja, wenn man 50% mehr Power auf den Kopf dann hat, dann muss da irgendwas bei rauskommen. Okay. Sonst haben wir ziemlich alles gemacht, was wir machen können, außer hier das vielleicht noch. Missile steht anscheinend echt nicht mehr in Reichweite da hinten für irgendwas. Okay.
Okay, dann suchen wir mal ab, ob es in irgendeiner der drei Wälder ist. Okay, die Missile ist echt nicht in Reichweite. Zumindest nicht hier. Wer die wohl hingestellt hat? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nein, du sollst nicht schießen, du sollst hier besetzen. Bauen wir einfach abwechselnd Titanpanzer. Einer oben, einer unten. Irgendwann passt das schon. Und irgendwann müssen wir damit auch mal ein bisschen anfangen. Auch wenn sie bei ihm jetzt nicht sehr viel bringen. Langsam muss man die Dinger auch anschwächen. Mehr geht jetzt erstmal nicht. Da kommt noch mal ein kleiner Seitenhieb. Der hat echt seine Missile da hinten irgendwo hin zurückgezogen, wo ich sie gerade nicht mehr finde. Ich frage mich aber echt, warum. Ja, das ist die unergründliche Intelligenz einer KI. Ich frage mich echt, wo er die Missile hat. Das wäre die letzte interessante Frage, weil ich glaube, einen meiner Kopter oder meiner Bombe erwischt er sowieso noch mindestens. Da ich aber mittlerweile so viel von denen habe, ist es mir eigentlich schon fast egal. Du hast ja aber wieder eine Superpower fertig. Ah ne, dauert noch ein bisschen. Eine normale Gabe habe ich, aber eine Super ist noch weit entfernt. Ja, ich hab das jetzt falsch gesehen. Hier unten jetzt wieder einen kleinen Neotank. Und jetzt riskiere ich einfach mal was. Und ich habe die Missile gefunden. Steht auch im Hauptquartier. Was hat denn der da hinten an Fernwaffen gebunkert? Sag mal. Das ist ein richtiger Fernwaffenbunker, was der da hinten hat. Nur, aber echt nur Fernwaffen. Okay, nachdem ich jetzt weiß, wo die Missile ist. Wobei er mal sowieso wieder mindestens eine Einheit runterschießen wird, also den Kopter hier erwischt er. Das
jetzt nur die Frage, ich glaube mit 8 HP reicht's noch, wenn er den runterschießt. Oh, der hat noch eine zweite Missile. Interessant, aber gut, ich weiß auch, es hat nicht ganz gereicht. Mit einem HP hat er überlebt, der Copter. So, nächste Frage. Wo ist die zweite Missile? Die erste will ich jetzt auf jeden Fall erstmal kaputt machen. Oder soweit es geht, unschädlich machen. Ah, gefunden. Ich hätte zwar eigentlich eher gedacht, dass es in einem Wald versteckt, aber... jetzt ist die große Frage, steht in dem Wald was? Nö, da steht nichts. Das passt. Dann ist die Missile jetzt auch mehr oder weniger entschärft. So. Dann schauen wir langsam, dass wir die Fernwaffen hier kaputt kriegen, damit ich mit den Neotanks dahin kann. Und ich habe eine Super. Ich würde mal sagen, das ist cool. Super. Hey, super. Die hebe ich mir jetzt aber für die nächste Runde auf. Der hinten kommt da auch nicht ran. Ja. So. Ein Medium Tank weniger. So. Der noch eine Mission? Nö, nö. Ach nee, der hat mit der anderen Mission lang gewerfen. Ja. Das waren nur die zwei, die da sowieso schon gestanden haben. Okay, du gehst da bitte mal von der Stadt runter. Ich brauche jetzt alle Städte frei. Eingehen. Das ist eine Menge Geld. Das sind schöne Zahlen. Einhunderteinundein Dalmatiner Prozentpunkte. Nachdem kurze Pause. Du bist eine kurze Pause? Ja, nachdem hier. Okay. Hab's jetzt eh so gut wie geschafft.
muss ja nur noch durch die letzten paar Einheiten durchbrechen hier. Ach, da stand ja auch noch was, stimmt. Und dann blockieren wir gleich seine Basis hier noch. Damit da nichts mehr rauskommt. Klar, dass er jetzt wieder eine Super hat. Bei dem, was ich ihm jetzt alles kaputt gemacht habe, war das mehr als ja, offensichtlich. Bringt ihm bloß jetzt nicht mehr wirklich was. Außer, dass er mit diesem Mechaneid hier noch kaputt geschossen hat. Hey, ich glaube, du eroberst den eher, bevor du ihn zerstörst. Glaube ich auch. Es sei denn, ich schaffe es jetzt noch in dieser Runde, seine restlichen Einheiten zu finden und kaputt zu machen. Was ich ja irgendwo noch bezweifle. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kriegen wir es ja die Runde noch. Je nachdem, wie viel er jetzt noch stehen hat. Okay, da steht noch irgendwo was gemacht. Ja, stimmt, da haben wir ja noch diesen kleinen Panzer hier. Hätte ich jetzt beinahe vergessen, dass der ja auch noch da steht. Wer weiß, vielleicht ist das ja seine letzte Einheit. Ja, durchaus mit. Nö, das war sie auch noch nicht. Da steht. Falle, meine ich. Oh. Er hat da noch eine Missel. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja jetzt ein Plot-Twist. Ja, der Plot-Twist. Aber gut, nächste Runde habe ich so oder so gewonnen. Mich allein schon deswegen. Yay. So. Was? Keine 300 Punkte neu machen. Ja. Ich kann nicht überall meine 300 Punkte machen. Es sind 291, das ist noch ein S-Rang. Also du hast gemeint, du willst eine kleine Pause machen, dann pausiere ich jetzt mal schnell die Aufnahme und du sagst mir, wann es dann weitergehen soll. Mach ich. Also, wir sehen uns gleich wieder.